Willkommen zu einem neuen Video über die neue Achterbahn im Moviepark, der Intermin Multidimension Coaster Moviepark Studios. Vor ein paar Tagen hat die Bahn ihren Schienenschluss gefeiert und das letzte Streckenelement wurde im Outdoor-Part montiert. Nachdem es bereits nach der Ankündigung eine allgemeine Analyse über die Bahn gab, werden wir uns heute das Layout des Coasters genauer anschauen. Moviepark Studios wird in der 3800 Quadratmeter großen Halle des ehemaligen Ice Age Starkwalds entstehen. Der größte Teil der Strecke ist Indoor, aber ein Stück wird ebenfalls nach außen aus der Halle vor dem Eingang des Coasters entlang führen. Der SFX Coaster wird 532 Meter lang und 60 km/h schnell. Insgesamt erhält die Achterbahn zwei Katapultstarts, wovon einer vorwärts und einer rückwärts durchfahren wird. Ebenfalls gibt es noch einen 360-Grad-Drehteller, mit welchem die Züge die Richtung ändern können. Der Coaster wird 3 Züge mit 12 Personen pro Zug erhalten. Die Station ist im unteren Teil der Halle gelegen. Nach der Abfertigung durchfährt der Zug zunächst einen langsam durchfahrenen Streckenabschnitt, bestehend aus einer Linkskurve, einer Geraden und einer Rechtskurve. Wahrscheinlich wird es hier mehrere thematisierte Darkwalds-Szenen geben. Daraufhin fährt der Zug auf den 360-Grad-Drehteller. Möglicherweise wird hier mit Bildschirm gearbeitet, während der Zug sich dreht. Daraufhin dockt der Teller an das nächste Schienensegment an und der Zug rollt wahrscheinlich rückwärts von dem Element direkt auf den ersten Katapultstart. Dieser dürfte den Zug aber nicht allzu hoch beschleunigen. Es wird grob gesagt eine lange Rechtskurve komplett indoor durchfahren. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit endet diese rückwärts durchfahrende Strecke wieder auf dem Drehteller. Rückwärts fährt der Zug auf diesen, gegebenenfalls gibt es wieder ein paar Effekte und eine Showsequenz, wobei der Drehteller sich erneut bewegt und an eine weitere Schiene anknüpft. Damit gäbe es dann insgesamt 4 Streckenanschlüsse, die an den Drehteller enden bzw. beginnen. Jetzt wieder vorwärts verlässt der Zug das Element und durchfährt langsam einen weiteren Darkwalds-Part. Unter anderem geht es vorbei an einer an New York angelehnten Häuserfront, welche bereits in der Halle aufgebaut wurde. Nachdem der Zug an dem Set vorbeigefahren ist, folgt der zweite Launch von Moviepark Studios. Dieser wird den Zug komplett indoor auf die Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h beschleunigen. Nach einem kurzen Streckenabschnitt, unter anderem einer Linkskurve, die direkt nach dem Katapultstart folgt, fährt der Zug nach draußen und es folgt der Outdoor-Teil der Strecke, welcher einmal von dem großen, im Studio-Style gehaltenen Eingang entlang führt. Dies ist auch der Teil der Strecke, welcher als letztes montiert wurde und wo am 27. Januar 2021 Schienenschluss gefeiert wurde. Nach der relativ hochgelegenen Ausfahrt aus dem Inneren der Halle folgt ein Airtime Hill, das höchste Element der Strecke. Über eine abfallende Linkskurve kommt der Zug zu einem weiteren kleinen Hill, der über das Eingangsportal führt. Nach einem Bodenanrichtungswechsel führt die Strecke zurück in das Innere des Gebäudes. Den Abschluss der Strecke bildet eine 180-Grad-Rechtskurve, welche über den zweiten Launch und die Schlussbremse führt. Daraufhin endet die Strecke mit einem abfallenden 270-Grad-Helix und einem Jump in den Breakrun. In der letzten Kurve hängen mehrere Objekte an der Decke, unter anderem ein Stuhl und der Teil eines Traktors, weshalb es gut möglich ist, dass hier ein Tornado simuliert werden soll. Die Schlussbremse führt parallel an der Hallenwand entlang, welche zum Parkplatz ausgerichtet ist. Daneben befindet sich ebenfalls das Abstell- und Wartungsgleis. Über eine Linkskurve gelangen die Züge daraufhin zurück in die Station. Es ist nicht zu 100% bestätigt, dass der Drehteller während der Fahrt zweimal benutzt wird. Allerdings anhand der bekannten Streckenführung sehr wahrscheinlich. Bei einer groben Messung der Streckenlänge über Google Maps komme ich auf 590 Meter, was bereits deutlich über den angegebenen 532 Metern des echten Layouts ist. Eine weitere Drehweiche oder ähnliches würde die Strecke nur länger machen und sich von dem echten Wert entfernen. Es gibt aber trotzdem 3 bzw. 4 andere Möglichkeiten, wie stattdessen die Richtung gewechselt werden kann. Es wird aber erstmal davon ausgegangen, dass nur ein Drehteller verbaut wird, da immer davon der Einzahl in den offiziellen Berichten gesprochen wurde. Eine Möglichkeit ist, dass es im oberen Teil der Halle zwischen dem New York Set und dem Drehteller eine Weiche gibt, die den Zug von der rückwärtsfahrenden in die vorwärtsfahrende Position dreht. Ein Drop Track, wie man ihn zum Beispiel bei Barnaby 13 oder Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure findet, ist doch im Prinzip ja auch möglich, um die Richtung zu wechseln. Aber da es in Deutschland einzigartig wäre, kann man davon ausgehen, dass der Moviepark dies angekündigt hätte, falls es einen geben würde. Die andere Möglichkeit ist, dass die Wagen der Züge sich gesteuert drehen können, wie zum Beispiel bei Objective Mars in Future Scope oder Cobra's Curse in Busch Gunns Temper. Damit könnten die Wagen während der Vorbeifahrt am New York Set selber die Blickrichtung wechseln, ohne dass eine weitere Effektschiene zum Einsatz kommen muss.
Dies ist definitiv ebenfalls möglich, aber wäre wahrscheinlich mit dem allgemeinen Zwilling, der man kombiniert, effektiver, was ebenfalls nicht angekündigt wurde und vom dichteren Profil gegebenenfalls auch etwas eng werden könnte. Die letzte Möglichkeit ist, dass sich der Drehteller nicht direkt nach der Station befindet, sondern erst später im Layout. Da würde es sich nach dem Streckenstück nach der Station ein Switchtrack befinden, worauf der Rückwärtskatapult stattfolgt. Danach das Streckenstück würde zum Drehteller führen, welches sich im oberen Teil der Halle befindet. Dort würde der Zug wieder in die vorwärtsfahrende Position sich drehen und daraufhin langsam beim New York Set entlangfahren, der zum zweiten Launch führt. Hoffentlich erfahren wir in den zukünftigen Baustein-Updates des Movieparks, wie dieser Teil der Strecke am Ende wirklich aussehen wird. Nachdem wir jetzt wissen, was für eine Strecke uns im Moviepark diese Saison bei der Neuheit erwartet, können wir gespannt sein, wie die Thematisierung wird und was uns noch an Gestaltung erwartet. Definitiv hat der Park trotz Schienenschluss noch viel Arbeit vor sich und vor allem der Außenbereich benötigt noch eine Menge Arbeit. Schreibt in die Kommentare, wie euch die Strecke vom Moviepark Studios gefällt und welche der Möglichkeiten für das zweite Wechsel in der Richtung ihr am wahrscheinlichsten haltet. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen, um den Kanal zu unterstützen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.